So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ja, ich war heute mal wieder bei Pinkepunk, den anderen Verkaufladen, wo ich ja eigentlich regelmäßig einkaufe und mir neue Filme hole da. Und es gibt wieder einiges, was ich euch zeigen kann. Dieses Mal ist es kein WWE. Dieses Mal sind das mal andere Filme, also richtige Filme. Unter anderem hätten wir hier Matrix Reloaded. Das ist ja der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich ja bisher nur, jetzt habe ich mir Teil 2 und 3 mal dazu geholt. Ja, hier in der 2-Disc Edition. Mit, keine Ahnung, was das hier ist. So, das ist ein Post. Nö, ich dachte gerade, lol. Nee, ist kein Post, alles gut. Kapitelübersicht ist das. Aber hätte man sagen können. Sieht fast so aus wie eins. Oh. CD ist vertauscht, das mag ich aber gar nicht sowas. Der Hauptfilm kommt immer erst nach oben. Den er da drunter. So, schön, schön. Dann, wie schon gesagt, der dritte Teil. Ich kann halt jetzt zu den Filmen nichts sagen, ich kenne die Teile 2 und 3 noch gar nicht. Hier schon wieder vertauscht. Disc 2 und hier haben wir die 3. Zack, mit Keanu Reeves hier. Gab ja noch einen vierten Teil, aber der soll ja kacke sein. Dann ein Film, der hatte ich damals zu Blu-ray gehabt, Connected. Ist ein recht cooler Film. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber der Film ist wirklich cool. Worum geht's? Oh Gott, ich habe den lange nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Achso, der Typ hier telefoniert mit einer Frau. Und die Frau hat nur dessen Nummer und wie soll ich es sagen, wenn er auflegt, wird die Frau sterben und erst glaubt er der Frau nicht, dass sie entführt wurde, bis er dann irgendwann mal weiter mithört und dann mitbekommt, was losgeht und er merkt, dass die Frau eigentlich richtig Angst hat und er dann versucht, sie zu retten. Und also an sich wirklich richtig cooler Film, ich hatte ihn damals auf Blu-ray gehabt, dann ich weiß nicht, wo er hin ist, ich habe ihn, ich keine Ahnung, ob er geklaut wurde oder so, auf jeden Fall habe ich mir den dann unbedingt geholt, weil ich finde ihn recht cool. Ja, da habe ich gerade einen Anruf gekriegt. Also hier haben wir das Bonusmaterial, hier haben wir den Film. Ich habe gerade gesehen, das Ding hat auch ein Wendecover. Den machen wir mal rein. So, Wendecover ist drinne. Also wie gesagt, ich habe ihn damals schon gesehen. Ich kann ihn euch empfehlen, muss allerdings den gleichen Atemzug sagen, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich gucke mir den nochmal an, um da nochmal eine Review zu machen. Genau, ich glaube, das sollte dann besser sein. So, dann habe ich mir hier einmal Bram Stokers Dracula geholt. Mit Sir Anthony Hopkins und wieder Keanu Reeves. Ja, ich dachte mal, ich hole mir den auch mal. Die Verfilmung, sage ich jetzt mal, da ich ja sowieso ja momentan halt recht oft Dracula gucke, im Privat jetzt. So, hier haben wir die CD. Dann haben wir hier, was ist das, eine Postkarte. Alles klar. Dann haben wir hier die Kapitelübersicht. Oh, da ist er sogar, Keanu Reeves da. Da ist er. Oh, das sieht aber ganz schön brutal aus hier. Naja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie dieser Dracula sein wird. Ja, so viel dazu. So, natürlich habe ich auch ein paar Blu-rays. Einmal geht es hier weiter mit Madagaskar 3. Ja, ich habe ihn jetzt einmal mitgenommen. Ich habe zwar gesagt, ich finde ihn nicht so geil, aber ich habe ihn trotzdem mal mitgenommen. Leider fehlt die DVD, ist es aber nicht so schlimm, denn dafür ist die Blu-ray wenigstens vorhanden. Es war trotzdem ein bisschen ärgerlich, aber es gibt Schlimmeres. Dann haben wir 9. Den wollte ich auch schon mal lange sehen oder öfters mal sehen. Ich habe davon schon so viel gehört, dass er gar nicht mehr so kacke sein soll und so der Film und Animationen soll gut sein. Ist auch von Tim Burton, aber wie gesagt, ich habe den bisher, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, so. Aber jetzt habe ich ihn, kann ich ihn mir irgendwann mal anschauen. Dark Shadows, ja, den habe ich auch. Den habe ich jetzt schon zum x-ten Mal in meiner Sammlung, weil ich ihn immer wieder aufnehme und da fliegt das scheiß Stativ wieder um. Weil ich ihn immer wieder in die Sammlung aufnehme, um die Sammlung dann ihn dann wieder aus der Sammlung zu schmeißen, um ihn dann wieder aufzunehmen oder wieder weg. Weil an sich ist das meiner Meinung nach kein so beschissener Scheißfilm.
Aber so richtig überzeugen tut er irgendwie auch nicht. Ja. Keine Ahnung. So, Inception haben wir dann einmal auch hier mit Leonardo DiCaprio und so weiter und so fort. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der sein wird. Der soll ja auch richtig, richtig gut sein. Kommt hier eine 2-Disc-Edition an. Dann haben wir hier nämlich einmal den Hauptfilm und den Bonus-Disc. Da bin ich auch mal gespannt, wie der sein wird. So, dann haben wir einen Film, der, so wie ich mich erinnere, gar nicht mal so gut ankam, nämlich Battleship mit Liam Neeson und Rihanna, die Sängerin, und Alexander Skarsgård. Den kennen wir ja und aus als Pennywise. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie der sein wird. Ob er wirklich so kacke ist oder... Ja, ob hier wieder das Typische gilt mit dem Geschmackssache. Dann ein Film, den ich mal auf Netflix gesehen habe und den relativ cool fand. Homefront. Wirklich ein cooler Film, muss ich sagen, mit Jason Statham. Hat mir echt super gefallen. So, mit James Franco, kennen wir ja, den Schauspieler. So, dann haben wir hier die Disc. Und zack. Ja. Schön, schön. Dann ein Film, der darf natürlich nicht bei meiner Trash-Film-Dings fehlen. Iron Sky 1. Wir kommen in Frieden. Ja. So sieht das Ganze aus. So, als nächstes hätten wir dann einmal Agent Ranjit rettet die Welt. Ich persönlich finde Kaya recht cool. Den Komödien oder auch hier in dem Fall Schauspieler. Auch wenn ich den Film Verpiss dich Schneewittchen gar nicht mehr so gut fand. Aber den hier wiederum ist gar nicht mal so schlecht. Es war jetzt nicht ein absoluter Burner, aber mal für zwischendurch ganz okay. Dann die Extended-Fassung von Central Intelligence. Da habe ich die DVD, den Film selber finde ich auch okay. Eine gute Komödie mit Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson. Dann wieder ein relativ guter Film meiner Meinung nach, American Sniper. Na, so sieht das Ganze aus. Dann eine Komödie wieder. National Security. Kenne ich auch noch gar nicht. Also ich habe mir diesmal ziemlich viele Filme auch geholt, die ich noch gar nicht kenne. Aber irgendwie die sind gut. Oder halt eben nicht. So, Inglourious Basterds darf natürlich auch nicht fehlen. Der Quentin Tarantino Film. Ich habe ihn zwar eigentlich schon, aber ich dachte, ich hole mir den jetzt mal in so einer anständigen Fassung. Mit einem richtigen Cover. Und einer richtigen Blu-ray statt dieses selbstgedruckte, verschwommene Ding, was ich da habe. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist auch an sich kein komplett beschissener Film, aber er läuft meiner Meinung nach, also für mich persönlich, läuft der etwas zu lang mit seinen 154 Minuten. Aber das ist nur meine Meinung. Dann haben wir einmal Interstellar. Und wieder Christopher Nolan hier am Start. Ist ein Christopher Nolan Film. Hat zwei CDs wieder eben. Oh, die sieht schön aus. Da bin ich auch mal gespannt, wie der Film sein wird. Kann ich auch nicht. Dann auch ein Film, den ich ehrlich gesagt aus dem Gedächtnis gelöscht habe, dass er überhaupt existiert. The Happy Time Murders. Achtung, dieser Film ist nur für Erwachsene. Ja, muss ich mir auch mal angucken, den kenne ich auch noch gar nicht. Dann, Wir waren Helden mit Mel Gibson. Da bin ich mal gespannt, wie der sein wird.
Soll wohl ein Film um den Vietnamkrieg sein. Historischer Hintergrund. Bin ich ja mal gespannt. Dann haben wir noch Darkest Tower. Da bin ich auch mal gespannt, wie der Film sein wird. Hier ist allerdings diesmal nur die DVD drin. Aber ist auch nicht, wie gesagt, ist es nicht so schlimm für 3 Euro. Das Ganze ist ja nicht verkehrt. Da mal gespannt, wie der Film sein wird. Und wie der ist gut oder halt nicht. Sehen wir ja dann. Und zu guter Letzt Brick Mansions, ein Film mit Paul Walker. Ich wollte ihn halt haben, eben durch Paul Walker, weil ich ihn mal in einer anderen Rolle sehen möchte oder wollte, als halt eben als Brian aus Fast and Furious. Ja, ich glaube, das ist sogar sein letzter Film gewesen oder so ähnlich, glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich glaube, ja. Na ja, gut. Dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und ciao.